So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffnen wir heute wieder ein paar Pokémon und zwar Turbo Start Booster und zwar 4 Stück. Das sind ja Raritäten bei mir auf dem Kanal, aber da euch die Videos immer mehr gefallen und ich immer mehr positive Feedback kriege, werde ich also immer wieder jetzt mal öfters Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten öffnen. Ich habe hier 4 verschiedene Motive. Motiv Nummer 1. 2, 3 und 4. Das sind ja immer sogenannte 10er Booster. Da ich mich mit den Karten nicht auskenne, verlasse ich mich voll und ganz auf euch, welche selten sind und welche was wert haben. Weil das interessiert mich ja doch. Wenn ich die Booster schon öffne und die Karten euch zeige. So, und ihr postet mir natürlich sofort, welche selten sind, welche wertvoll sind und und. Ganz egal was. Hier könnt ihr mir alles über Pokémon Turbo Start posten. Wie ihr seht, da hinten glitzert schon was. Weil die Serie kannte ich gar nicht, die habe ich jetzt nur bei uns entdeckt. So, hier jetzt ist eine sogenannte Glitzerkarte. Packen wir mal auf die Seite hin, wo ich vermute, dass die vielleicht etwas wertvoller sind oder seltener sind. Postet ihr mir natürlich. Und wer Interesse an solche Karten hat, ich werde immer unter ein Video versuchen zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Günstig ist ja was anderes bei Pokémon und Yu-Gi-Oh! Gibt es die Po. Ich glaube, für diese Booster müsste ich auch mal eine Quittung schauen. Ich glaube, 4,50 € könnte das sein. Postet mir mal. Aber ich meine, so um den Dreh rum, na, kosten die Booster 4,50 €. Das ist schon eine Hausnummer, das gebe ich echt zu. Da glitzert auch wieder was, aber in den grünen Bereich rein. Also wie gesagt, bei solchen Karten bin ich auf euch angewiesen. Aber ich weiß, es gibt ja da draußen richtige Fans, die mir sofort posten. Die glitzert auch wieder. Packe ich auch mal auf der Seite hin. Die mir sofort ehrlich antworten. Und das finde ich auch top von euch. Kommen wir nun zum dritten Booster. Und wenn ich von Pokémon Turbo Start noch mehr öffnen soll, dann postet mir das natürlich auch. Vielleicht sind ja da draußen welche, die jetzt angefangen sind zu sammeln und möchten gerne die Motive sehen, die man noch bekommen kann. Hier habt ihr die Gelegenheit. Oh, da glitzert was Grünes und eine schwarze Karte ist dabei. Einige Videos, wo ich ja schon andere Pokémon-Karten geöffnet habe, hier bei mir. Da wird ja immer gesagt, die schwarzen sind etwas wertvoller. Hier ist jetzt eine grüne Glitzerkarte oder hellgrün, da ist er dunkelgrün. Packen wir auch mal rüber. So, hier ist jetzt die schwarze. Aber die sieht nicht sehr hochwertig aus, keine guten Wertung. Also lassen wir das mal. Hier ist aber eine Karte, die mir absolut nichts sagt. Könnte mir was zu posten. Packe ich erstmal auf die Seite des Stapels. So, kommen wir nun zum vierten und letzten Booster. Tütchen für heute, aber nur von Pokémon Turbo Start. Dafür kennt ihr mich ja. Wie gesagt. Wenn ich noch mehr öffnen soll, postet mir das bitte. Hier bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Oh, da ist wieder eine schwarze und glitzert. Aber wieder was, sind wir mal gespannt.
Hier ist jetzt so eine schwarze, aber die, was wertvoll ist, postet mir oder selten. Hier habe ich jetzt eine rötliche Glitzerkarte. Hier habe ich jetzt eine Glitzerkarte, wo nur dieses Bild glitzert, wie ihr seht. Packe ich natürlich auch mal hier rüber. So, das waren nun meine 40 Karten von Pokémon Turbo Start. Wie gesagt, helft mir bitte, ob das doch was Selteneres oder Wertvolleres sind oder dabei gewesen sind. Schreibt mir, wenn ich noch mehr Booster davon öffnen soll. Mache ich gerne für euch. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.